Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Kooperation auf der Überholspur. 30. Traktorentreffen im Landwirtschaftsmuseum und BSV 53 Irfers Grün holt Meisterpokal. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tag aktuell vom Dienstag. Am 23. Mai hat sich die Sachsenring Event GmbH und der Tourismusverband Chemnitz-Zwickau-Region e.V. zu einer dynamischen Partnerschaft zusammengeschlossen. Die Kooperation zielt darauf ab, die kulturellen und sportlichen Highlights der Region national und international stärker in den Fokus zu rücken. Sie startet damit noch vor der nächsten Großveranstaltung, dem Liqui-Moly Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring. Die Vertragsunterzeichnung erfolgte am Sachsenring in der VIP-Lounge des ADAC-Turmes durch Landrat Carsten Michaelis, den Vorsitzenden Tourismusverband Chemnitz-Zwickau-Region e.V., den beiden Geschäftsführerinnen des Vereins Ina Klemm und Marika Fischer sowie den Geschäftsführern der Sachsen-Event GmbH Robert Dorn und Dr. Lutz Oeser. Mit dieser neuen Kooperation schlagen wir natürlich zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir haben ja den größten Sportevent europaweit mit dem MotoGP und führen den mit unserer neu geschaffenen Tourismusdestination Chemnitz-Zwickau-Region zusammen, partizipieren weiterhin an dem Ausbau des Tourismus und holen gleichzeitig die internationalen Gäste in unsere Region. Und das kann nur gemeinsame neue Synergien bringen. Die Kooperation mit dem Sachsenring, das war ein Prozess, der über viele, viele Jahre eigentlich schon geht. Und auch wir im Tourismusverein haben natürlich schon lange mit dem Grand Prix in irgendeiner Form zusammengearbeitet. Und so war es natürlich dann klar, dass wir auch im Zuge der neu gegründeten Destination natürlich die Zusammenarbeit noch intensiver suchen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass es heute darin in dem Termin heute gipfelt. Jede Leidenschaft hat eine Heimat. Die Leidenschaft für das Schnelle. Die Leidenschaft für das Präzise. Willkommen auf dem Sachsenring. Der MotoGP ist für uns einfach der wichtigste tourismuswirtschaftliche Treiber des Jahres. Ne? Wir haben über 400.000 Gäste, die in die Region kommen. Und natürlich wollen wir denen zeigen, was es in der Region so gibt. Und das tun wir Hand in Hand. Der MotoGP, der Sachsenring an sich, der ADAC Sachsen und wir als Chemnitz-Zwickau-Region, wir präsentieren uns also hier anlässlich des MotoGP selbst mit Bewegtbild, mit Durchsagen, aber halt auch mit einem eigenen Stand, sodass wir hier direkt live vor Ort sind und zeigen, hallo, Chemnitz-Zwickau-Region lädt ein und das sind wir. Mit mehr als 300 km/h hautnah am Asphalt. Über 200.000 Zuschauer live vor Ort. Das ist der Sachsenring. Heimat der Leidenschaft. Heimat der MotoGP. Heimat der Fans. Also wir freuen uns sehr über die Kooperation mit der neu gegründeten Dachmarke Chemnitz-Zwickau-Region. Wir können uns gegenseitig befruchten. Wir bringen hier 250.000 bis 350.000 Zuschauer jedes Jahr an den Ring. Davon kommen ungefähr die Hälfte aus ganz Deutschland international. Das heißt, wir bringen Menschen in die Region. Und wir haben hier mit der Chemnitz-Zwickau-Region ganz, ganz viele tolle touristische Aktivitäten hier. Und so wollen wir es am Ende zusammenführen. Wir wollen bewerben die touristischen Aktivitäten. Kann man auch noch schön auf der Homepage sehen. Da haben wir einen ganz tollen Reiter gebaut, um den Leuten einfach ein bisschen mehr zu bieten, als nur 4 Tage am Sachsenring zu sein, sondern auch einfach mal zu sagen, man bleibt und verweilt etwas länger in der Region. Gleichzeitig können wir auch von der Kampagne profitieren. Es gibt ganz, ganz viele Messen und Ausstellungen. Wir wollen es einfach nah zusammenbringen und am Ende ja ist auch das Ziel, es ist ein sächsischer Grand Prix. Er findet in Sachsen statt, in unserer Region und so gehört das am Ende auch zusammen. Da sind wir sehr dankbar, dass wir das gemeinsam aufstellen konnten. Darüber hinaus haben wir natürlich auch mit dem Sachsenring eine Möglichkeit, viele, viele Projekte im Jahr umzusetzen, die weit darüber hinausgehen. Wir sind da sehr dankbar, dass wir eben so eng zusammenarbeiten können. Die erstmalige gemeinsame Präsentation der Partner beim diesjährigen MotoGP bildet den Startschuss für eine Serie von Aktivitäten und Projekten. Teil dessen ist unter anderem eine groß angelegte Vermarktungskampagne, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus.
regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Im Deutschen Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain fand am vergangenen Sonntag das mittlerweile schon 30. traditionelle Traktorentreffen statt. Die historischen Zugmaschinen kamen aus nah und fern und auch die Gäste hatten teilweise eine lange Anreise hinter sich. Gelohnt hat es sich zweifellos für alle Beteiligten. Wenn es tuckert, pufft und qualmt, dann ist Traktorentreffen in Blankenhain. Dieser Anblick und der unverwechselbare Sound lassen die Herzen höher und schneller schlagen und das seit 30 Jahren. Ein Jubiläum mit Rekordzahl der Anmeldungen und ja, es ist eine ganze Reihe von sehr interessanten Fahrzeugen angemeldet und bis zu modernen Landtechnik der Firma Horsch, die hier ausstellt mit. Außerdem ist eine Delegation aus dem Österreichischen Landwirtschaftsmuseum auch vor Ort. Mit diesem Museum verbindet uns seit 5 Jahren eine Kooperation und Partnerschaft. Und die sind auch mit einigen Traktoren hier. Also internationales Publikum. Immer mehr Traktoren rollen auf das Gelände des Museums. Am Tor wurde die Anmeldung kontrolliert und dann der Standplatz zugewiesen. Ein Begrüßungsgeschenk gab es auch noch. Die Teilnehmer bekommen ein kleines Geschenk, das ist also dieses T-Shirt, das ich trage. Und dann hat die kleine Kraftbiermanufaktur Kjell in Glauchau hat ein spezielles Landbier eingebraut für den heutigen Tag mit einem speziellen Etikett Blankenhainer Landbier zum 30. Traktorentreffen. Nicht nur historische Zugmaschinen waren zu sehen. Eine Besonderheit ist noch, ein originales Olsenbande-Mobil ist auch da, welches in mehreren Filmen der Olsenbande gefahren wurde. Das ist gerade in der Restaurierung von einer Oldtimer-Werkstatt in Zwickau und deswegen ist es dann hier auch zu sehen. Außerdem zeigen wir in unserem Landfilmkino dann auch einige Filme von der Olsenbande im dänischen Original. Die Fülle der Fahrzeuge war einfach überwältigend. Aber nicht nur die, auch die Einfälle der Aussteller. Ich heiße Berthold Knoche, komme aus Thüringen. Das Zugfahrzeug ist ein Hanomag, ein RD36, Bayer 1936, ein reiner Straßenschlepper. Und der Anhänger, da habe ich mir selber was zusammengestellt, weil ich die sterilen Treffen nicht so gerne mag. Da muss irgendwas klappern. Das ist ein deutscher Stationärmotor. Der treibt über eine Transmission eine Schrotmühle an, ein Butterfass und ein Sensdengelapparat. Ich denke mal, das ist ein sehr guter Zuspruch. Die Leute gucken und fragen immer, was das Fass ist, weil das niemand mehr weiß, was das früher war. Das ist ein Butterfass, wurde Butter hergestellt. Ohne Zweifel, wenn sich etwas bewegt, das zieht die Blicke auf sich. Das weiß auch dieser Herr aus dem oberen Vogtland. Also wir kommen aus Bad Elster, aus dem Vogtland. Haben ungefähr 6 Stunden Fahrzeit gehabt. Haben hier einen Traktor Lanz Aulendorf, Baujahr 1944. Und eine Getreidemühle, Baujahr 1924. Alles funktionsfähig. Die lassen wir jetzt mal los. Einen noch längeren Anfahrtsweg hatte dieser Mann. Ja, ich komme aus Österreich, ganz genau gesagt aus Niederösterreich, ganz im Osten von Niederösterreich. Mein Name ist Franz Mölk und ich habe heute mitgebracht einen Waremot 07 aus Deutschland. Das Gerät hat damals zu dieser Zeit 1955 gegolten als Obst- und Weinbaugerät für den Bodenseeraum und wurde von Hermann Lanz in Aulendorf gebaut. Ich bin zum ersten Mal hier in Blankenhain und habe das gesehen von der Oldtimer Zeitung und dass da ein 30-jähriges Jubiläum herrscht und dann habe ich mich entschieden, hierher zu kommen.
Die Delegation aus Österreich wurde von der ersten Vorsitzenden des Fördervereins Deutsches Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain, Angelika Hölzel, gegen Mittag offiziell eröffnet. Anschließend begab man sich auf einen Rundgang. In der Traktorenhalle wird derzeit ein Exponat des Partnermuseums ausgestellt. Der Austausch von Ausstellungsstücken zwischen den Museen ist schon lange Tradition. Wir sind seit 5 Jahren Kooperationspartner mit dem Schloss Blankenhain und dem Deutschen Landwirtschaftsmuseum. Und bei uns im Leiben haben wir das Österreichische Landwirtschaftsmuseum beheimatet. Wir haben eine sehr gute Kooperation und werden sehr gut unterstützt von unserem großen Partner in Deutschland. Und wir freuen uns, dass heute wieder das Wetter so schön ist, dass wir so viele Freunde und Bekannte schon treffen. Wir sind schon mehrfach zu Gast hier und freuen uns, dass wir dann noch einen schönen Tag verbringen können mit allen lieben Leuten, die wir da schon lange kennen. In der Besuchergruppe war auch ein Mann, dessen Herz ebenfalls schon lange für das Museum schlägt. Ganz sicher, aber dieses Jahr ganz besonders, weil es ist ja dieses Jahr das 30. Traktorentreffen hier im Schloss Blankenhain. Und ich muss sagen, dass das Schloss Blankenhain mir ganz besonders am Herzen liegt, weil schon als Jugendlicher, seit 1978, habe ich hier regelmäßig in den Ferien gearbeitet und konnte also auch die Entwicklung dieses Areals mitverfolgen. Und ich bin sehr froh, dass der Dr. Jürgen Knaus, das in den schon mehrere Jahrzehnte sozusagen der Chef hier in dieser Einrichtung ist und dass der diese ganz toll nach vorn gebracht hat. Ich kann also nur werben, besuchen Sie Blankenhain. Die Bandbreite der ausgestellten Zugmaschinen war riesig. Jürgen Knaus hatte es schon erwähnt. Auch beeindruckende moderne Technik war vertreten, aber die meisten Besucher schwörten auf die Oldtimer. So auch diese beiden Herren aus Thüringen. Ja, die altertümlichen Traktoren. Die alte Technik? Ja, alte Technik. Ist doch besser wie neue. Haben Sie selber auch Traktoren? Ja, ich habe einen. Aber nicht zum Nachherfahren? Nee, ich könnte fahren, aber das ist ein bisschen weit. Dass sich für Traktoren nur Männer begeistern, ist natürlich ein Klischee. Dennoch waren zumindest bei den Ausstellern die Frauen in der Unterzahl. So manche Besucherin ging auch nur aus Liebe mit. Ja, wenn man die Mama gerne hat, dann geht man auch gerne mal mit. Dann guckt man sich das mal an. Aber es ist auch ein schöner Sound, wo man sagt, man hört es einfach mal an. Hat man ja nicht jeden Tag. Selbstverständlich war auch für reichlich Speis und Trank gesorgt. Und dass es schmeckte, das konnte man sehen. Übrigens konnte auch dieser Aktionstag zum regulären Eintrittspreis besucht werden. Der große Run auf das Museum begann dann erst so richtig am Nachmittag. Insgesamt 2070 Besucher fanden den Weg ins Museum und 150 Aussteller. Rekord. Mit diesen Impressionen beschließen wir unseren Besuch beim 30. Traktorentreffen in Blankenhain und freuen uns schon auf die 31. Auflage im kommenden Jahr. Auf Veränderung in den eigenen 4 Wänden mit einer ganz neuen Fensterdekoration? Dann sind Sie im Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf genau richtig. Mit 25 Jahren Fachkompetenz sind wir Ihr Ansprechpartner. Ob Maßanfertigung für jedes Fenster, hauseigener Nähservice, kostenfreies Aufmaß vor Ort, Deko-Ideen für jeden Einrichtungsstil und Montageservice – all das bieten wir. Bei uns erhältlich auch der Gardinenlift. Ermöglicht Gardinen auf- und abhängen ganz ohne Leiter und fremde Hilfe. Möchten Sie Ihre Fenster ins rechte Licht rücken? Mit einer Lichtschlittenmontage ist auch das möglich. Außerdem halten wir den passenden Sonnenschutz für Sie vor. Gardinenfachgeschäft Seifert in Zwickau-Oberhohndorf.
direkt neben Sannhaus Mädler. Parkplätze gibt's direkt vor der Tür. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung. Alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Ich bin die Lotti, ich bin 84 Jahre alt, trainiere hier schon seit 20 Jahren im Sportpark, gehe gerne hierher. Ich fühle mich wie in einer großen Familie. Mir tut es gut. Ich möchte zum einen meine Muskeln stärken, meine Balance halten, damit ich mein Leben im Alltag meistern kann. Mein Yoga-Kurs ist mir sehr wichtig in dieser Woche, aber es ist auch sehr schön, dass man hinterher an den Geräten noch etwas tun kann. Na, TV-Umstellung verpasst? Kein Problem, bei Pure. Hol dir gratis Kabelfernsehen in HD und Streaming einfach nach Hause. Dazu gibt es Internet mit bis zu 1000 Mbit. Jetzt zum Testsieger wechseln auf pure.com. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Aktuell ist die Europameisterschaft im Fußball, welche in wenigen Tagen in Deutschland ausgetragen wird, in aller Munde. Fußball ist einfach die Sportart, welche am meisten polarisiert, Menschen begeistert. Wie das mit dem Fußball im beschaulichen Irfersgrünem Vogtland aussieht, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Als wir am frühen Sonntagnachmittag auf dem Platz an der Hauptmannsgrüner Straße eintrafen, herrschte hier schon geschäftiges Treiben. Während sich die Spieler schon mal warm machten, gönnten sich die Gäste ein Freibier. Schließlich gab es richtig was zu feiern. Ja, Thomas Müller, wir sind am heutigen Nachmittag hier auf den Platz des BSV 53 Irfersgrün gekommen. Wir sehen es im Hintergrund, die Jungs machen sich schon warm und du hast etwas in der Hand. Erzähl uns mehr. Genau. Erstmal freue ich mich ganz sehr, dass ihr hergekommen seid. Wunderbar. Hier in der Hand habe ich den Pokal vom Vogtland-Pokal. Als Vogtland-Pokalsieger, den Sternquell-Pokal, haben wir dieses Jahr gewonnen. Wir haben den viele Jahre nicht mitgespielt. Dieses Jahr haben wir mitgespielt. Es hat sich voll gelohnt. Und heute noch ist ein ganz, ganz heißer Termin für uns. Wir haben das Double gewonnen. Will meinen, wir sind Vogtlandmeister geworden in der Vogtland-Oberliga, Sparkassen-Oberliga. Und nachher kommt der
Präsident des Vereins, des Verbandes und überreicht uns den Meisterschaftspokal. Es ist ein 400-Seelendorf, dieses Orfers Grün hier am Rande des Vogtlandes. Einfach verrückt, aber ich glaube, so eine Mannschaft am Leben zu halten, diesen wunderschönen Platz, das ist nicht ohne Mitstreiter, ohne Sponsoren möglich. Unbedingt. Um das etwas zu korrigieren, es sind gut 600 Seelen, also 640 irgendwas die Drehe. Aber im Hintergrund, und das seht ihr ringsum, helfen für so viel. Wir machen das alle im Ehrenamt. Und ohne die Hilfe aller, auch im Jugendbereich, das muss man ganz speziell auch hervorheben, natürlich im Männerbereich, im Altherrenbereich, in der kleinen Kneipe, die wir haben. Wenn wir dort nicht unsere vielen Helferlein hätten, wäre das nicht zu bewerkstelligen. Wir sind sehr stolz darauf, dass das quasi halbe Dorf hier mit anpackt. Wie geht es jetzt weiter? Steigen wir irgendwie auf, oder? Seit gestern wissen wir, dass unser uns zugeloster Konkurrent in der Relegation nicht antritt, der uns zugeloste Oberlausitzkreis. Deshalb steigen wir also direkt auf. Seit gestern wissen wir das offiziell, und umso größer wird die Feier heute sein. Das ist für unsere Zuschauer, die nicht so viel Ahnung von Fußball haben. Wo steigen wir genau hin? Wir steigen in die Landesklasse auf. Der Verband hat eine Verkleinerung der Landesklassen für dieses Jahr veranlasst. Es gibt nicht mehr 4 Staffeln, sondern 3 Staffeln. Wir sind dann in der Staffel um den Zwickauer Bereich hier und freuen uns, dort das Vogtland mit zu vertreten. Trotzdem, 15 Uhr gibt es heute einen Anstoß. Zu welchem Spiel? Heute ist das letzte Heimspiel gegen VfB Lengenfeld. Das ist ja quasi, wir sind ja quasi ein Stadtteil von Lengenfeld als Öffers Grüner. Und noch natürlich bewegt uns das umso mehr mit Stolz, dass wir dort dem Großen ein kleines Schnäppchen schlagen können. Dann wünschen wir uns heute ein schönes Spiel, gute Unterhaltung. Lieben Dank. Besten Dank euch. Danke. Erfolge oder Misserfolge im Fußball werden meist am Trainer festgemacht. Da hat man beim BSV 53 Öffers Grün mit Thomas Pfefferkorn sicher einen guten Griff getan. Thomas Pfefferkorn, man kann sagen, ein Urgestein des Fußballs hier in der Region. Du bist im 8. Jahr Trainer dieser Mannschaft hier, und heute kannst du richtig feiern. Ja, richtig feiern konnten wir schon vor 4 Wochen, aber ja, ich denke, dass wir für die Region oder für diese kleine 500-Seelen-Gemeinde alles getan haben, und hier Meister und Pokalsieger zu werden und aufzusteigen, das ist schon ein Phänomen. Was sind denn immer die Herausforderungen mit den Jungs? Na, die Herausforderung mit den Jungs ist, also ich muss mal vorneweg sagen, ich habe eine sehr willige Mannschaft, bin ja nur bekannt für spezielles Training Ost. Aber die gehen das alles mit, und das hat sie jetzt natürlich über die ganze Saison gebracht. Und alle freuen sich natürlich, wir haben es gerade erfahren, dass wir auch aufgestiegen sind. Ne? Der BSV 53 Öffers Grün spielt nächstes Jahr Landesklasse, und ich denke, das ist wirklich eine Einmaligkeit. Thomas, wie ist es denn? Habt ihr Unterstützer? Braucht ihr noch Sponsoren? Wenn jemand sagt, Mensch, diese Truppe möchte ich unterstützen. Also ich muss jetzt mal vorneweg sagen, dass wir von unserem Vorstand soweit sehr gut unterstützt werden, dass ja auch alles immer geklappt hat. Wenn du jetzt eine Klasse höher spielst, dann wissen sie auch, dass die Anforderungen natürlich viel größer werden. Der Verein muss sich aus meiner Sicht zumindest organisatorisch professioneller aufstellen, sonst wird es ganz schwer. Dann war der große Moment gekommen. Die Kicker des BSV 53 Öffers Grün durften den Pokal aus den Händen des Präsidenten des Vogtländischen Fußballverbandes in Empfang nehmen. Heute oder gestern Nachmittag ist ja offiziell, seid aufgestiegen in die Landesklasse, und wünsche euch im Namen des Vogtländischen Fußballverbandes viel Erfolg in der kommenden Saison. Und natürlich heute auch noch viel Erfolg beiden Mannschaften. Dann ging's scharf. Angepfiffen wurde das Spiel gegen den VfB Lengenfeld. Die Schützlinge von Thomas Pfefferkorn liefen im Gedenken an den im letzten Jahr verstorbenen Wolfgang Todt, der sich viele Jahre um den Verein gemüht hat, in weißen Trikots mit dessen Konterfei auf der Brust auf. Gerne war am Sonntagnachmittag auch der Bürgermeister von Lengenfeld gekommen.
selbstverständlich, das ist was ganz Besonderes. Es ist ja nicht nur das Spiel, sondern das Wichtige war für mich als Bürgermeister die Übergabe des Pokals des Vogtlandes an BSV Overscreen 53. Und man merkt ja auch, die Leute stehen hier zusammen, die Fans. Man kann vielleicht sogar von einer Freundschaft sprechen? Die Freundschaft ist in Overscreen verbandelt. Das heißt, ich habe das im vergangenen Wochenende gemerkt beim Pokalendspiel in Plauen. Die Kommunikation zwischen den Spielern und den Fans aus Overscreen, das ist eine Familie und die halten zusammen. Und ich glaube, das macht auch den Erfolg des BSV Overscreen 53 aus. Dann sollten wir uns diese Dinge bewahren und dass es so weitergeht. Das ist wohl wahr. Und ich hoffe, dass es hier ein schönes Spiel wird, hier am heutigen Tage, und der Bessere möge gewinnen. Hier regiert der BSV! Hier regiert der BSV! Hier regiert der BSV! Am Ende stand es 1:1. Auch wenn man sich seitens des BSV vielleicht zum Abschluss der Saison noch einmal einen Sieg erhofft hatte, kann man erhobenen Hauptes in die Spielpause gehen, um dann in der neuen Saison in einer höheren Klasse anzutreten. Von dieser Stelle aus schon mal viel Erfolg. Auch um den Nachwuchs muss man sich in Iffersgrün keine Sorgen machen, wie am Rande des Geschehens unschwer zu erkennen war. Hier wird es sicher das eine oder andere Talent geben, welches dann nachrückt. Am vergangenen Sonntag traf die erste Mannschaft vom ESV Lok Zwickau, die mit 7 Punkten Vorsprung auf dem ersten Tabellenplatz stand, auswärts auf den Tabellenzweiten Tanne Talheim. Dort konnten sich die Jungs souverän mit 2:0 durchsetzen und haben damit einen Vorsprung von 10 Punkten, der für den Verfolger Talheim nicht mehr aufzuholen ist. Damit steht der ESV Lok 3 Spiele vor Saisonende als Meister fest und hat damit den Sprung in die Landesliga Sachsen geschafft. Das wurde natürlich auch gebührend gefeiert. Werbung. Das Naturtheater Bad Elster präsentiert die Star-Höhepunkte für die Saison 2024. Michael Schulte am 23. August, Yvonne Katterfeld am 10. August, Gregor Meiler am 20. Juli, Maggie Riley am 22. Juni und Heindling am 2. August. Das Naturtheater Bad Elster freut sich auf Ihren Besuch. Wow, so einfach ist das! Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Als passionierte Fotografin nehme ich gerne die Schönheit der Natur mit meinen Bildern auf. Besonders anspruchsvoll sind die Berge. Wenn meine Gelenke anfangen weh zu tun und die Schmerzen mich buchstäblich in die Knie zwingen, dann kommst du nicht mehr weit. Eine Freundin hat mir zur Rosaxan geraten. Und somit konnte ich die Schmerzen überwinden. Jetzt kann ich die Natur wieder genießen und die schönen Momente in meinem Leben mit meinen Bildern festhalten. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft.
Bei uns wohnt die Zukunft. Auch in den nächsten Tagen ändert sich nicht viel an der eher durchwachsenen Wetterlage. Am Mittwoch erwartet uns bei Tageshöchstwerten um die 20 Grad ein Sonne-Wolken-Mix. In den Abendstunden müssen wir uns auf Regen einstellen. Der Donnerstag kommt bei ähnlichen Werten recht durchwachsen daher. Der Himmel zeigt sich überwiegend bedeckt. Ab dem Nachmittag müssen wir uns auf gewittrige Schauer einstellen. Auch am Freitag dominieren Wolken das Wettergeschehen im Sendegebiet. Ab dem Nachmittag kann es dann Dauerregen geben. Die Temperaturen bewegen sich knapp oberhalb der 20-Grad-Marke. Aus heutiger Sicht bleibt am Samstag der Westsachsenhimmel komplett zugezogen. Bei Spitzenwerten um die 20 Grad soll es immer wieder zu Regenschauern kommen. Diese wechselhafte Wetterlage bleibt uns dann wohl auch in der nächsten Woche erhalten. Liebe Zuschauer, das war's von Tag aktuell für den Dienstag. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und bis morgen an dieser Stelle. Machen Sie es gut. Tschüss.